Servus Leute, gestern bin ich zufällig auf ein kleines Spiel gestoßen, welches ich euch präsentieren möchte. Bleibt dran, gleich geht es weiter. Roma Invicta wurde von Bunte Games entwickelt, einem Hobbyentwickler aus Österreich. Das kleine Strategiespiel erschien vor kurzem auf Steam und ist für nur 5 Euro erhältlich. Roma Invicta erinnert an die Total War-Reihe und spielt sich um einiges simpler in einer pixeligen 2D-Grafik. Wir starten an der römisch-gallischen Grenze mit einer kleinen Legion. Unser Ziel ist es, ganz Gallien einzunehmen. Ja, ganz Gallien. Kein kleines Dorf wird sich uns in den Weg stellen mit ihrem Zaubertrank. Rundenbasiert marschieren wir in die gallischen Provinzen ein, greifen gallische Barbaren an oder müssen uns gegen diese verteidigen. Wirtschaftliches System oder der Ausbau von Provinzen ist nicht vorhanden. Wir versorgen unsere Truppen mit Nahrung, welche wir in den Provinzen durch Dinare erwerben können, oder wir plündern diese Provinzen. Truppen werden in der Heimatprovinz ausgehoben und müssen als Verstärkung oder Angriffsarmee in die jeweiligen Regionen geschickt werden. Unsere Armee umfasst 4 Klassen: den Plänkler, die Kavallerie, den Skorpion, eine antike Balliste und natürlich die berühmten römischen Legionäre. Von jeder Einheit können sich nur 5 Trupps befinden. Wenn es zu einer Schlacht kommt, werden wir auf den Schlachtbildschirm befördert und können unsere Truppen vorab à la Total War aufstellen. Die Plänkler sind die billigere Einheit und kämpft zur Distanz sowie Nahkampf. Die Kavallerie ist für das Flankieren zuständig. Die Skorpionschützen sorgen für die starken Schaden aus den hinteren Reihen. Die Legionäre sind natürlich das Herzstück der Armee. Mit der mächtigen Taktik der Testudo schützen sie sich vor Fern- und Nahangriffen. Mit ihren Sperren können sie auch auf kurzer Distanz enormen Schaden anrichten und mit der Rage-Funktion die Feinde stürmen. Wir können aber auch der KI das Kommando überlassen und den Schlachtentreiben entspannt zusehen und im Notfall eingreifen. Nach und nach erobern wir Provinz für Provinz, bis wir ganz Gallien unter der römischen Standarte geeinigt haben und wir einen Siegesmarsch durch Rom begutachten können. Feen gibt es zurzeit keine zu holen und auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad ist man spätestens in einer Stunde durch mit diesem Spiel. Grafisch ist es kein Highlight und technisch hat es ab und zu Probleme, wenn 2 große Armeen aufeinandertreffen. Statistik wird leider nach der Schlacht auch nicht angezeigt, die für mich persönlich sehr interessant wäre. Die Bedienung ist recht simpel und man kann sich sehr schnell in diesem Spiel zurechtfinden. In Großem und Ganzen ein gelungenes und spaßiges Spiel für zwischendurch, welches um einen fairen Preis erhältlich ist. Ein großes Lob an den Entwickler, Bunte Games, wirklich Gratulation, ein echt gutes Spiel. Und natürlich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, Servus und pfiat euch!